Was geht ab, Leute? Junge, ich treffe mich gleich mit den Jungs, um so einen neuen Donutladen abzuchecken. Wow, Donuts. Das Besondere ist halt, eigentlich sind die so wie Roll Donuts, aber die machen auch Bubble Tea. Deswegen Fresse geweckt. Davor natürlich noch Spitzewirtschaft, weil die Woche habe ich es nicht hingeschafft. Die haben es heute extra schön für mich angerichtet. Und die haben schon gesehen, ich bin mit Kamera gekommen. Aber Optik ist bei uns egal. Es kommt auf den Geschmack an. Aber trotzdem sehr schön gemacht. Der ist krass, man. Der hat alles, boah. Schaut's mal an. Es fällt auch schon alles raus, aber der hat ernst viel, man. Das ist eine Geschmacksexplosion. Top 3 auf jeden Fall. Oh shit. Yes. Super soft, ich nenne ich sowas. Angekommen. Da ist er. Und keine Schlange, kein Hype. Manchmal kann ich das echt null einschätzen. Ich hätte bei Roll Donuts nicht erwartet, dass es so krass wird. 3,5 Stunden warten und so. Und hier hätte ich schon mit einer Schlange gewartet, so eine Stunde warten oder so vielleicht. Weil auch bei Unique Burger, der 1 Cent Burger, da musste Nico hauptsächlich warten, weil wir am falschen Ort waren. Aber auch da gab es schon eine relativ große Schlange und hier ist halt nichts. Also ich kann es halt echt nicht einschätzen. Aber besser für uns. Wir wollten sogar streamen. Das ist das Handy-Setup. Wir wollten streamen in der Warteschlange, weil dachten wir, okay, es wird wieder so lange dauern. Chillen wir mit euch in der Schlange, quatschen, wie ist das, aber keine Schlange da. Was geht ab? Was geht ab, Mann, Alter? Oh yes! Was geht ab? Ist ja nichts los hier. Was geht, Mann? Tote Hose. Krass ist der, Alter, stell dir mal vor, Schaut's, ich hätte hier mal einen Foodtruck, Alter. U-Bahn hoch, ja, direkt, Mann, zum Laden. Schau mal an hier alles, Mann. Viele Leute Büro, gehen vorbei, Mann, alles bam, tot. Fette, Mann. Büro, Löwenbräuter. Königsplatz gleich hier. Juch, Alter. Wo ist die Schlange? Die müsste bis hier gehen, was normalerweise. Geil, was für ein bis Königsplatz. Bis unter diesem Propylen. Oh mein Gott, Nels, Leute. Alles gut, Mann. Was passt, ja? Ja. Was geht? Ey, alles klar? Was geht, Digga? Was geht? So, bestellt. Zumindest ein paar von uns. Chong und ich haben nichts geholt. Wir haben wegen Bratlicht getraut, Mann. Ja, aber da haben sie auch vollkommen recht, Mann. Oh mein Gott. Hat mich nichts angesprochen, Mann. So, Ladies and Gentlemen. Yes. Es war echt keine große Auswahl da. Probier mal. Ich probier jetzt mal so ein Bubble Tea. Was ist da drin? Aber die haben schon gesagt, Milch haben sie momentan nicht, aber kommt noch oder so, oder? Ja. Also es kommt noch alles. Komm mal, das ist jetzt eine Früchtetee, Mann. Und Pfirsichtee. Ihr wisst, ich hasse Früchte Bubble Tea. Feinschmecker. Also schmeckt wie, als würde ich halt normalen Eistee nehmen. Ja, deswegen hasse ich Früchte. Und dann Boba Tee. Und dann war es das auch. Milchshake habe ich auch schon probiert. Ja. Yeah. Der Milchshake ist noch nicht kalt genug, also das ist einfach zu flüssig eigentlich für einen Shake. Ja, das ist viel zu flüssig. Also das ist viel zu flüssig. Kennt ihr das, wenn es so richtig cremig, so dickflüssig sein? Also so muss es halt sein. Wie bei McDonald's eigentlich so fast. Das muss einfach so cremig sein, aber das ist einfach so wie eine Milch mit Geschmack. Nein, wir hält nicht hart, Mann. Das ist aber echt so. Real Talk ist das hier, Mann. Talk. Was? Nein. Ich probiere noch. Okay, okay. Wir warten dann auf dein Feedback. Ich kenne den Donuts. Ich dachte, ihr hypt nochmal alles, aber irgendwie. Seit wann hype ich alles, Mann? Hendrik, komm mal wieder runter jetzt, Alter. Du bist derjenige, der alles hypt, Alter. Hey, ich bin genau das Gegenteil. Ich hate alles. Hä? Haben Sie jetzt die Seiten gewechselt? Okay, beides. Die Marmelade. Sieht das saftig aus. Ist das schön weich? Mhm. Auf jeden Fall, ja. Gurt ist okay, finde ich. Ich bin mit Erdbeeren. Ich bin so gegangen, bis ich so was nützt jetzt gar nicht. Kann man nicht sagen. Wer ist denn die andere? Donut fand ich okay eigentlich. Mhm. Außer war halt nicht so krass wie Royal Donuts, muss man schon sagen. Schön, kein Crossnut, kein Apfelzimt für mich, Alter. Also ja. Royal Donuts hatte schon viel krassere Auswahl. Ja.
Ich habe nach Pistazie gefragt, weil Pistazie wäre zu krass gewesen. Da hatten sie nicht da, leider. Aber der ist nicht verkehrt, auf keinen Fall. Also, aber wisst ihr was? Ich habe vor allem jetzt andere Bubbles hier, weil ich habe hier andere Bubbles. Nein, nicht aufreißen. Reinstechen muss man das. Mein Gott, wir haben es verpasst, Leute. Er wollte es aufreißen. Sag mal, choke nicht lieber. Oh mein Gott, man fällt mir runter. Das schmeckt nicht wie Eistee, Mann. Ich will direkt Donut kaufen, direkt auf Busch. Schmeckt irgendwie wie Eistee. Schmeckt jetzt nichts irgendwie Besonderes raus, Mann. Stimmt schon. Also, ich habe nach Milch gefragt. Nach Schwarztee mit Milch, sowas halt. Faultier halt, ne? Tapioca haben sie auch nicht. Aber also gefällt mir gar nicht. Aber die hat nicht dieses Glibberige, was ich auf Insta gesehen habe. Mhm. Das hätte ich schon mir probiert, aber dieses Früchtetee taugt mir gar nicht. Gar nicht. Das Schlimme ist, was ich überhaupt gar nicht verstehe, ist, dass du kommst rein und du siehst nicht, was es gibt. Also Milchshakes gibt's, aber du hast, ja, du weißt nicht, was du bestellen kannst. Du weißt nicht, wenn du mehrere Donuts kaufst, gibt es was Nachlass oder irgendwie sowas. Das gibt's nicht, dann gibt's, du weißt nicht, welche Bubble Tea Sorten die haben oder was auch immer, nur halt diese Wobas halt, was halt genau ist, aber sonst keine Ahnung, welche Teesorten, grün, schwarz, mit Milch, ohne Milch. Klar, wenn jemand kommt, aber, der sich nicht auskennt, ja, für den ist es. Da musst du erstmal fragen, das dauert ewig. Also, ja. Wenn hier eine Schlange gewesen wäre, alle, wir hätten, glaube ich, 5 Stunden gewartet. Mann. Sie waren überfordert, Mann. Ja. Wir waren jetzt hier ein paar Leute, wir haben nicht mal viel bestellt, ja. Und wir waren überfordert, Mann. Also, sorry. Komm. Oh, ich fordere dich heraus, Tati, zuschnellst du mir jetzt. Okay. Schwarz auf weiß haben wir jetzt hier. Was spielen wir? Und was spielt ihr, ja? Überleg dir was, mir egal. Ein enttäuschender Tag neigt sich dem Ende. Wir haben diese Wow Donuts Typen jetzt 4-5 Mal gesehen. Eine Sache war gut, oder? Das Essen gerade eben war echt lecker. Alles andere war echt gut. Nein. 5 Sterne. Preis-Leistung ist brutal. Ja, dort gibt es nichts über 10 Euro. Hast du mal gesehen? Doch, gibt's schon. Nein. Doch. Nee. Doch. Digga, ich habe eine Karte zu Hause. Nichts über 10 Euro. Oh mein Gott, ich diskutiere wieder, oder? Egal, Leute, egal, Mann. Steht in der Teile der Fische. Ja. Doch, stimmt, aber Garnelen, glaube ich, Garnelen waren über 10 Euro. Hey Steve, ist Dienstag dabei, hat er gesagt. Chicken Tuesday. Chicken Tuesday. Chicken. Klingt schon geil, ja. Ist es jetzt fix, oder was? Nein. Das hat Joe einfach so mal gesagt. Ist es fix, oder was? Wenn wir es machen, dann geht's eh nur Dienstag, Mann. Außerdem muss ich ja beweisen, dass ich 25 geschafft habe. Jeder kriegt seine eigene Wacke diesmal. Ja, was? Oh mein Gott! Sorry, ich weiß nicht, wie weit das ist oder ob das ein Spoiler ist oder dies, das. Ich schaue den Anime nicht und der Manga ist schon Ewigkeiten zu Ende. Dementsprechend. Aber ich habe gesehen, dass das jetzt endlich animiert wurde. Eine der heftigsten Szenen von Seven Deadly Sins. Digga, ich bin müde. Langer Tag, wir haben nicht viel gemacht. Wir haben versucht wir haben den Laden probiert. Mir hat da gar nichts getaugt, man. Bubble Tea nicht, Shakes trinke ich sowieso nicht. Und auch die Donuts nicht die Auswahl, die mir taugt. Also ich habe da nichts probiert und die anderen meinten, ja, nicht so gut. Dementsprechend, schade für die, aber so ist es halt. Nur weil man einfach so Donuts verkauft, heißt es nicht, dass es direkt automatisch so krass läuft wie bei Roll Donuts. Haben die sich wahrscheinlich so gewünscht, aber man kann sich ja verbessern, dies, das. Ansonsten haben wir danach nur noch gechillt und sind ein bisschen in der Stadt rumgegangen. Ich bin müde, das war's von mir. Ich gönne mir noch diese Szene. Escanor, einer der krassesten Anime-Charaktere überhaupt. Ihr wisst Bescheid, gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Das war's von mir, investiert in Bitcoin, serious business und ciao.